Moin Leute und willkommen zurück zu Blades of Time. In der letzten Folge haben wir ja das Fliegen gelernt. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat. Hoppala. Das sind meine Flügel, die ich jetzt neu dazu bekommen habe. Ziemlich lustiges Future für das Spiel. Und wir sind auf der Suche nach Zero, weil er irgendwie gefangen genommen wurde. Und wie es mir scheint, muss ich dorthin. Und da liegt eine Notiz. Okay, ich muss glaube erstmal hier unten hin. Ich hoffe mal, unser erster Flug geht gut. Yep. Wunderschön. So, hier oben war doch gerade irgendwas. Oh, hi. Au. Ach, da auch noch. Wie uncool. Schlagen die sich gerade selber? Ach so, das ist eine geile. Aus irgendwelchen Gründen kann ich gerade meine Skills nicht nutzen. Warum kann ich meine Skills nicht nutzen? Warum konnte ich gerade meine Skills nicht nutzen? Mal hier drauf treten. Okay. Scheint, als hätte ich irgendwas freigeschaltet oder so. So, da oben war ja die Notiz. Und ja, die Notiz hätte ich gerne. Ich denke mal, von hier komme ich nicht ran. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich glaube, ich kann nicht nach oben fliegen. Komm schon. Das war zu hoch. Klatsch. So. Ich konnte wieder nicht schlafen. Die Stimmen, ich höre sie immer zu. Es ist, als redete jemand, der direkt hinter mir steht. Vielleicht bin ich ja verrückt, aber manchmal sagen die Stimmen Dinge, die durchaus einen Sinn ergeben. Ob so etwas sein kann. Manchmal sagen sie mir, wohin ich gehen soll und wie ich dahin finde. Oder sie erzählen mir etwas noch, bevor es geschieht. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, jedenfalls manchmal, aber eben nicht immer. Nachts ist es mir eher unangenehm. Diesmal ohne Name. Eine seltsame Notiz. Aber Seite 2. Ich habe die erste Seite gar nicht gefunden. Okay, egal jetzt. Was ist denn das dort? Da war ich doch gerade. Das ist wichtig von dort nach da. Okay. Oh, das war aber knapp. So. Das sah gerade von da drüben so nah aus. Ich schätze mal, ich muss jetzt darüber. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt dahin fliege? Okay, ich will es gar nicht wissen. Ich habe ja Fallschaden. Wow! Nein, nein, nein! Leute! Oh nein! Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin schon wieder hier am Anfang. Wow, ist ja toll. Ich fliege.
Jetzt kommst du auf die ferngelegenen Inseln. Es gibt eine Transportlinie, die dich zum Ätherdocks bringen kann. Ja, glaube ich schon. Sie ist gut geschützt. Unbefugte haben dort keinen Zutritt. Okay, nochmal aktivieren. Das wird sich ändern. Man kann unmöglich alles vorhersehen. Selbst so vorsichtige Kreaturen wie die Ätherwächter nicht. Machen wir die mal schnell tot hier. So, ich schieße jetzt mit meiner Knarre ab. So. Ist jetzt tot? Ich glaube ja. Okay, Nummer 1. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Notiz da oben habe. Ach, wir gucken einfach mal. Wir haben ja Zeit. Ja, wir haben die Notiz. So, also gehen wir jetzt darüber nochmal. Und hoffentlich nicht auf diese Fallen. Wenn ich wüsste, wo welche sind. Dort ist schon mal eine Plattform, wo ich landen kann. So, das ist die erste. Ja. Doof hingelegt, die Falle. Hier sind überall Fallen. Ja, und ich bin mittendrin gelandet. Ich bin ja super. War nicht mal in der Nähe, aber okay. So, sind alle Fallen weg? Ja. So. Steigen wir hier was drauf. Und dann fliegen wir mal da hoch und gucken, was da oben ist. Ich bin ein bisschen neugierig. Und... So, was ist hier oben? Okay, einfach nur so ein Flugteil. Das erlaubt, dass ich hier fliegen kann. Dort war ich jetzt. Jetzt komme ich dorthin. Ui. No, nein, 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 nein. Das hätte ja bald wieder funktioniert. Ich denke mal nicht, dass ich hier einfach so ohne Kampf was machen darf. Ah, das war ja klar. Oh, und auch noch diese hässlichen Viecher. Ha, hab dich. Und dich hab ich auch. Was liegt denn dort? Au! Was zur Hölle war das? Och nein, nicht nochmal. Wow, ist ja toll. Ich fliege. Okay. Jetzt kommst du auf die ferngelegenen Inseln. Es gibt eine Transportlinie, die dich zu den Ätherdocks bringen kann. Sie ist gut geschützt. Unbefugte haben dort keinen Zutritt. Das wird sich ändern. Man kann unmöglich alles vorhersehen. Selbst so vorsichtige Kreaturen wie die Ätherwächter nicht. Ja. Ach Leute, ich sag euch, das macht keinen Spaß, wenn man alles nochmal machen muss. Was alle? So. Ja, das haben wir schon gesehen. Wir machen das Ganze jetzt mal hier im Schnelllauf. Und hoffentlich sterbe ich nicht nochmal. Und halt. Ja, egal. Ich mache jetzt auch nicht alle Fallen kaputt. Ich werde bald wieder in einen reingelaufen. So.
nächste ist aktiviert. So, jetzt gehen wir nochmal da hoch. Und laufen womöglich nicht in den roten Ball rein oder was auch immer das eben war. Lass mich. Ah, dann ist schon wieder so ein Ball. Wo kommen denn die Bälle her? What the fuck, wo kommen denn jetzt die Bälle her? Ach, da oben. Ich höre das Ticken irgendwo. Au. Au. Ist das euer Ernst? So. Da ist noch einer. Okay. Komm, geh hoch. Waren das jetzt alle? Ich denke mal schon. So, jetzt haben wir den dritten aktiviert. Ich komme langsam durcheinander. So, wir waren jetzt dort. Da waren wir auch. Da ist diese Plattform, wo die Steine aktiviert werden. Also müsste ich theoretischerweise jetzt hier oben hin. Okay, hier ist eher das Portal zum Weiterreisen. Ich glaube, ich muss hier unten hin. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Sind alle aktiviert? Ja. Eins. Zwei. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Drei. Aber bitte lass jetzt nichts kommen. Vier. Okay, habe ich Glück gehabt. So, dann lassen wir mal weiterfliegen hier. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Und auf geht's. Jui! Okay, wir fliegen ganz schön weit. Hier ist keiner. Sei vorsichtig, Ayumi. Die Ätherwächter lassen niemanden so nah herankommen. Oh je. Sie sehen eigentlich nicht beunruhigt aus. Sie haben wohl gerade mit den anderen Menschen zu tun. Ich bezweifle, dass die anderen Menschen ihnen etwas anhaben können. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann können sie das. Glaube mir. Ich finde es merkwürdig, dass die Menschen noch nichts unternommen haben. Ich verstehe nicht, wie die Ätherwächter sie so überraschen konnten. Vergiss nicht, dass viele von ihnen unwissend waren. So wie du. Ja, aber das hat mich nie abgehalten. Warum zum Beispiel nutzen sie nicht die Altäre? Das weiß ich auch nicht, Ayumi. Was mir Sorgen macht, ich weiß immer noch viel zu wenig darüber. Okay. Anscheinend sind hier jetzt von der Ätherwächter. Den wir wieder ein bisschen auf den Kopf treten können. Oh Gott, das gefällt mir hier gar nicht, dass hier alles so eng und klein ist. Was ist das hier? Ich hatte eine ganz böse Befürchtung, wenn ich das jetzt aktiviere. Wie jetzt? Ja, hä?